Hallo, heute mache ich etwas, wofür ich wahrscheinlich wieder Schelte bekomme. So richtig einen auf die Mütze. Ich warne direkt vor, das ist ein Film, den sich vielleicht nicht alle unbedingt bis zum Schluss ansehen müssen. Ich werde nämlich jetzt vor laufender Kamera ein kleines Wärzchen entfernen. Wer jetzt also sagt, will ich nicht sehen, das ist ja ganz ekelhaft, bitte abschalten, weil ich will keine blöden Kommentare hier unten nachher sehen. Wie kann man nur sowas zeigen? Weil da spalten sich die Geister. Meine Tochter hat gesagt, das kannst du nicht machen, das geht doch nicht, das ist ekelig. Dann habe ich verschiedene Kunden gefragt, die gesagt haben, finde ich total interessant, weil ich weiß überhaupt nicht, ich habe auch solche kleinen Dinge, was mache ich damit? Und diejenigen, die das interessiert, die sollen sich angucken, wie ich das mache, und alle anderen bitte jetzt abschalten. Tschüss! Oder bleiben, wie auch immer. Also wie gesagt, keine blöden Kommentare, weil wer das eklig findet, hat ja die Möglichkeit, es nicht ansehen zu müssen. Für alle anderen Frauen, wir haben schon mal so kleine, das nennt sich Stielwärzchen, das sind so ganz, ganz kleine Hautzipfelchen, gerade so im Bereich des Halses, Dekolleté. Ich habe jetzt eins, ich habe extra hier heute T-Shirt ohne BH angezogen, das habe ich hier. Ich zeige es gleich nochmal. Von der Nähe mache ich einen kleinen Filmschnitt, um das nochmal von ganz nah zu zeigen. Und das werde ich jetzt einfach abschneiden. Die pharmazeutische Industrie, die verdient natürlich gerne Geld, indem sie irgendwelche Produkte anbietet, die das entfernen können. Bei den Füßen mag das auch Sinn machen. Und diese kleinen Wärzchen, die man halt hier hat, die sind am besten abgeschnitten. Ich kenne das von meinem Vater oder von meiner Oma. Die hatten das auch hier so an den Augen. Und ich weiß noch ganz genau, da war ich relativ klein, da hatte mein Vater überall so kleine weiße Bindfäden im Gesicht. Das heißt, er ist zum Arzt gegangen und der Arzt hat ihm das abgebunden. Oh, was ein Quatsch. Man nimmt eine desinfizierte Hautschere und schneidet einfach flach ab. Das ist ein bisschen Überwindung. Ich gebe das zu. Ich mache das auch nicht so gerne. Aber letztendlich, wenn man ein schönes Dekolleté trägt und hier sitzt dann genauso was dann doof aussieht, das ist doch auch nicht schön. Das heißt, den Gang zum Hautarzt für diese kleinen Dinger kann man sich sparen. Bitte nicht an irgendwelchen pigmentierten Warzen herumschneiden. Ich spreche jetzt nur von diesen Stielwarzen. Das sind so ganz, ganz kleine Hautzipfelchen, die man so wie so Grieskörner oder wie so ganz kleine Sandkörner auf der Haut fühlen kann. Auch bitte nicht im Gesicht rumschnippeln. Ich hatte hier als Kind eine kleine solche Warze und ich weiß noch, da haben meine Eltern da tagelang mit Tinktur und mit Watte ringsrum und Creme, und da habe ich gebrüllt, weil das brannte, wenn man das draufgesetzt hat. Also diese Tinkturen, das braucht Ewigkeiten und das brennt 5, 6, 7, 8 Mal, bis das Ding dann endlich Ruhe gibt und abfällt. Dabei ist es super, super einfach abgeschnitten. Wichtig ist, dass 70%iger Alkohol im Haus ist, weil das muss, zum einen muss die Schere damit desinfiziert sein und man muss sofort mit einem Wattestäbchen mit Alkohol dann auch nachgehen können. Das ist ganz, ganz wichtig, und dann eventuell, wo es ist, vielleicht auch pflastern. Mal blutet es mehr, mal weniger. Ich weiß jetzt nicht, wie das gleich sein wird. Wie gesagt, wer kein Blut sehen kann, sollte nicht hingucken. Aber mehr als ein kleines Tröpfchen wird da, denke ich mal, nicht rauskommen. Und das kann man halt überall hier so am Halsbereich oder wo man die Dinger gerade hat, machen. Also überlegen, mache ich das, lasse ich das, gehe ich zum Hautarzt. Mit diesen Tinkturen hat man halt lange, lange zu tun und es brennt viele Male. Beim Abschneiden macht es einmal kurz zipp und gut ist. Ich weiß, das ist ein bisschen Überwindung, aber ihr werdet gleich sehen, ich setze da flach die Schere ab, schneide es ab, und das ist einfacher, als man denkt. Dafür muss ich die Kamera natürlich anders positionieren und dafür mache ich sie auch zwischendurch kurz aus. So, das ist dieses kleine Ding. Ich halte mal meinen Lippenstift dahinter, damit man das ungefähr sehen kann. Ich weiß nicht, so kann man es erkennen. Also es sind vielleicht so, ja, 2 mm Haut. Ist auch ein bisschen gerötet, weil ich vielleicht mal nachts irgendwie dran gekommen bin, vielleicht aus Versehen dran gekratzt habe. Also dieses Ding muss einfach weg. So, ihr habt immer noch die Chance abzuschalten, wenn ihr sagt, nee, will ich nicht. Das ist meine desinfizierte Schere. Jetzt muss ich nur gucken. Wenn ich runter gucke, kann ich unheimlich schlecht selber sehen. Im Monitor. Moment, ich hole nur mal einen kleinen Spiegel dazu, damit ich das einfach besser sehen kann. So, jetzt habe ich hier einen Spiegel stehen. Das heißt, ich kann es jetzt besser sehen. Ich setze die Schere
ganz flach an, habe dieses kleine Hautzipfelchen dazwischen und schneide einfach nur ab. Und wie man sehen kann, es blutet noch nicht mal. Also da kommt ganz Mini-Müh. Es hat auch nicht wehgetan. Jetzt nehme ich meinen 70-prozentigen Alkohol aufs Wattestäbchen. So, gehe da drüber und fertig. Also diese ganze, eventuell kann man jetzt noch ein Pflaster drüber kleben, aber ich glaube, da wird auch nicht mehr viel kommen, selbst wenn. Das gibt dann ein kleines Krüstchen und fertig. Übrigens zum Blutstillen habe ich auch noch mal einen guten Tipp. Wer sich zum Beispiel in der Küche in den Finger schneidet und man muss eine Party vorbereiten und man hat ganz, ganz viel zu tun. Ich habe ja beim Kochduell lange Zeit Maske gemacht. Dann nimmt man schwarzen gemahlenen Pfeffer und gibt den Pfeffer einfach so ein bisschen auf die Wunde. Natürlich brennt das etwas, aber es hört sofort auf zu bluten. Also so weit muss ich jetzt hier nicht gehen. Man sieht, also da ist so gut wie nichts nachgekommen. Wichtig ist, dass man es schön flach abschneidet. Also überhaupt viel Aufregung um gar nichts. Man nimmt die Schere, zupp, schneidet ab und gut ist. Also überlegt euch das, wenn ihr solche kleinen Zipfelchen hier irgendwo habt, die euch stören, ihr aber nicht zum Hautarzt gehen wollt und auch nicht mit den lästigen Tinkturen arbeiten wollt, einfach abschneiden. Wichtig, Alkohol. Und wichtig, wenn es sich entzünden sollte, warum auch immer, dann bitte mal in der Apotheke nachfragen, was man da machen kann. Es gibt zum Beispiel Fujicort, fällt mir gerade ein. Das wäre so gut. Bei mir hat sich da noch nie etwas entzündet. Also ich will jetzt niemanden anstiften, um irgendwas zu machen. Ich übernehme auch keine Haftung. Aber so wird man diese kleinen Hautzipfelchen genannt, Stielwarzen, sehr, sehr simpel los. Macht oder macht nicht. Ich habe euch gezeigt, wie es geht, ohne viel Aufwand. Tschüss!